Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es um das Thema Hellhörigkeit und wie unterscheide ich Stimmen voneinander. Ja, es hört sich erstmal creepy an, was für Stimmen eigentlich. Ja, wenn man hellhörig ist oder Hellhörigkeit im Alltag verwendet, um mit der geistigen Welt zu kommunizieren, dann hören wir ja verschiedene Stimmen oder Gedanken und dahinter verbürgen sich teilweise richtige krasse Charaktere, die sehr speziell sind und darüber wollte ich heute ein bisschen mit dir sprechen, weil vielleicht fängt es gerade bei dir an mit dem Thema Hellhörigkeit und du kannst es noch nicht so richtig zuordnen, been there, done that, bla 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 und deswegen geht es heute um das Thema Hellhörigkeit und wie du Stimmen voneinander unterscheidest. Let's go und viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Mega schön, dass du da bist und dich mehr mit dem Thema Hellhörigkeit beschäftigst und dich dafür interessierst, hey, da gibt es eine Stimme in meinem Kopf und ich weiß gar nicht, wie ich die voneinander unterscheiden kann. Ja, da habe ich einfach ein paar Tipps und zwar möchte ich die heute mit dir teilen in dieser Podcast-Folge. Und zwar die Qualität der Energie bestimmen können. Frage dich einfach mal, wie sind die Sätze formuliert? Welche Qualität und Energie steckt hinter diesen Gedanken? Ja, also ist es das Ego? Ist es der Verstand? Sind es negative Energiewesen? Die haben alle eine andere Qualität beispielsweise als Spirit Animals, Source Itself, positive Energiewesen, Engel, Plejadia, Starseed, Families all around the Universe and beyond und die halt auch kennenzulernen. Es gab halt immer wieder Situationen, wo sich wirklich ein Wesen sehr konkret vorgestellt hat und ich dadurch halt quasi wie so eine Art Energie von Charakter bekommen habe. Charakter ist ja auch wie so eine Art Energie, sage ich jetzt mal, ne? Und das überträgt sich dann einfach, beziehungsweise kann ich durch das Wesen, was mich besucht, einfach so reinfühlen, wie das so ist, ja? Also ich könnte jetzt zum Beispiel von einem Wesen erzählen, der sich relativ häufig bei mir gemeldet hat. Es ist halt irgendwie so eine Art positiver Gnom, der Archibel heißt und so krass darauf versteift ist, dass er immer wieder gesagt hat, wie er heißt. Das hatte ich noch mit nie einem Energiewesen. Und es ist irgendwie crazy. Ist es nicht crazy? Aber ich würde mich so gerne darüber austauschen, welche Erfahrungen du bisher hattest mit Stimmen, aber nur positive. Also ich bin keine Verfechterin von Bad Vibe Energies und ich habe auch eine Freundin, die sich sehr gut damit auskennt, so eher so negative Energiewesen, aber ich würde sagen, ich habe damit eigentlich gar keine Berührungspunkte und für mich ist das voll so die Bubble-Welt, ne? Also Hellsinne und die Spiritual-Szene so in diesem metaphysischen Bereich, sage ich jetzt mal. Und da einfach zu schauen, okay, welche Energiequalität steckt hinter den Gedanken? Zum Beispiel, du bekommst irgendwie eine Botschaft oder da bekommst irgendwie so eine Art Gespräch zustande mit Energiewesen XY und du fragst dich halt, ist es jetzt wirklich mein Geistführer oder ist es jetzt irgendwie nur so ein Ego-Ding von mir, dass ich denke, ich würde jetzt irgendwie hellhörig sein und irgendwie was wird da erzählt, ja? Und will mir dieser Gedanke quasi helfen oder mich niedermachen, weil es gibt natürlich auch so Gedanken, wo wir denken, irgendwas spricht mit uns, aber eigentlich ist es so voll negativ. Und wer halt einmal schon mal diese Welt gefühlt hat, der, ich nenne es jetzt mal salopp, Liebe, dann weiß man einfach, wie sich das anfühlt. Oder wer schon mal Besuch auf anderen Dimensionen hatte, dann weiß man auch, wie sich das anfühlen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mir aufgeschrieben habe. Dir selbst vertrauen können durch Erfahrungen. Also du wirst Unterschiede irgendwann auch herauslesen können, generell lesen können Unterschiede, welche Energie das ist, ja. Und deswegen sage ich immer, Fokus auf Intuitionstraining anstatt einen bestimmten Hellsinn, sondern indem du deine Intuition stärkst, kannst du auch einfach dir besser vertrauen, in Anführungsstrichen, was es alles zu bedeuten hat und woher jetzt quasi diese Stimme kommt und wie du
die auch untereinander entscheiden kannst, ja. Und das Ding ist halt wirklich, es wird nie jemand zu dir kommen können und sagen, das ist dein Ego und jetzt hat dein Higher Self mit dir gesprochen und das ist die Energie von deiner Seele, sondern das entscheidest du. Und du kannst es entscheiden mit Hilfe deiner Intuition. Und deswegen solltest du einfach deine Intuition stärken, beziehungsweise ist das mein Ansatz in diesem ganzen Hellsinne-Mentoring, Hellsinne-Training und alles, was ich zum Thema Hellsinne rausgebe. Und ich verlinke dir auch in den Shownotes meine Podcast-Folge zum Thema Intuition stärken und den Blogartikel dazu und habe auch letztens eine Podcast-Folge zum Thema Intuition trainieren hochgeladen und wie du 3 Wege hast, wie du täglich Entscheidungen treffen kannst mit Hilfe deiner Intuition. Und ja, deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, so ein bisschen mehr connected mit dem allübergreifenden Thema Intuition zu sein, um dann auch nochmal tiefer in die einzelnen Hellsinne reinzugehen. Und deswegen solltest du dir einfach Vertrauen lernen durch die Erfahrung und dir einfach Zeit geben, das alles zu erforschen. Und ich erinnere mich noch an einen Spaziergang, den ich gemacht habe. Und ich war damals noch, auf dem Höhepunkt der toxischen Beziehung. Also es war, glaube ich, das 4. Jahr in der toxischen Beziehung von 5. Und ich habe ja gerade was rausgefunden, was echt sau der Abfuck war. Und ja, dann hatte ich einfach einen langen Spaziergang und habe so gefragt, soll ich ihn da einfach drauf ansprechen? Und tatsächlich haben sich da viele verschiedene Stimmen gemeldet. Und damals war es häufig so, dass ich spazieren gegangen bin und sich beim Spazierengehen meine Hellhörigkeit besonders stark entwickelt hat. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und im Endeffekt haben sie mir Ratschläge gegeben, die zu meinem Höchsten und Besten sind. Und ich habe nicht drauf gehört. Und es ist mal wieder in einem absoluten Fiasko geendet. Aber ich meine, it was never meant to work out. Deswegen habe ich mich dann irgendwann trennen können. Nach 5 Jahren toxischer Beziehung. Halleluja. Und ja, das ist so ein bisschen meine Story aus der Hellhörigkeit und wie ich auch gelernt habe, Stimmen voneinander zu unterscheiden. Es war wirklich in den letzten Jahren so, dass ich immer wieder einen Besuch bekommen habe oder ich habe ja auch ein Vipassana gemacht, 10 Tage Schweige- und Meditationsretreat. Dazu habe ich auch eine 3-teilige Podcast-Serie gemacht, wenn du da mehr erfahren möchtest, wie zum Beispiel die 5 verrücktesten Erfahrungen während Vipassana. Und da hatte ich auch, glaube ich, zum ersten Mal die Erfahrung, mit einem Baum zu sprechen. Und zwar saß ich in einer Art Mittags- oder Teepause neben einem Bonsa-Bäumchen und hatte so Gedanken über das Wetter und ja, hatte irgendwie gestürmt und dann hat daraufhin einfach dieser Bonsai-Baum mit mir kommuniziert und das war so klar alles und ich denke mir so heftig und was für eine Weisheit in solchen Bäumen steckt, das ist, man hört es ja immer wieder so, aber wenn man wirklich mit Bäumen kommuniziert, ist es krank und das sind so Aha-Momente, das kann man gar nicht für Geld kaufen, ja, das gibt dir so ein krasses Gefühl, stell dir mal vor, du hast einfach das tiefe Vertrauen in dir. Du kannst einfach mit anderen Wesen kommunizieren und die geben dir Botschaften und voll das geile Gefühl. Crazy. Naja, das war es jetzt erstmal zum Thema Hellhörigkeit und wie die Stimmen voneinander unterscheidest. Und wenn du mehr wissen willst, wie du deine Hellhörigkeit aktivierst, schau dir meine kostenlose Masterclass Psychic Activation Journey zu Hellsinn an. Den Link, wo du die Masterclass für 0 Euro kaufen kannst, findest du in den Shownotes. Und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.